Ja, hallo meine Damen und Herren, ich bin's wieder. Aber ich bin heute nicht hier vom Maxi-Tape. Nein, ich bin heute Reporterin beim Bundesligaspiel in der zweiten Bundesliga Süd. Und heute hat gespielt die TSG Hoffenheim mit Jana Böschlein gegen den FC Saarbrücken. Jana, 4:0 am Ende. Was sagst du zum Spiel? Wie lief's? Ja, am Ende war es dann doch relativ deutlich. Erste Halbzeit nicht so gut. Da haben wir uns schwer getan, haben nicht genug Räume geschaffen, haben sich gut durchgespielt. Zweite Halbzeit, als wir umgestellt haben auf unser gewohntes 4-3-3, das wir sonst immer spielen, war es dann auch viel leichter und noch viel besser für uns. Ja. Dann haben sie ihn aufgemacht, wollten noch was riskieren, aber dann halt immer wieder eiskalt zugeschlagen. Du hast einen Doppelpack heute erzielt. Du durftest den ersten Elfmeter schießen, den zweiten hat dann Abby geschossen. Ist das so abgesprochen oder entscheidet ihr das spontan? Naja, heute war das eher spontan. Abby wollte den ersten schießen, ich wollte den ersten schießen. Dann habe ich mir den Ball geschnappt und habe den ersten geschossen. Und beim zweiten war dann klar, dass Abby dann schießen darf. Du hast dich quasi durchgesetzt. Jetzt muss ich aber natürlich noch fragen, ihr habt ein internes Torduell, denn beide stehen momentan bei 12 Saisontreffern. Und da geht es natürlich um die Torjägerkanone. Ist das bei euch ein Thema oder sagt ihr, der Sieg der Mannschaft steht über allem? Ich meine, wir wissen beide, dass wir um die Torschusskanone kämpfen, aber trotzdem sind wir beide so gestrickt, dass wir eher den Sieg der Mannschaft über unser internes eigenes Duell stellen und sehen es auch gar nicht so als Konkurrenzkampf, sondern ja, spielen trotzdem zueinander. Und die letzte Frage noch, ich habe gehört, du lädst mich jetzt zum Eis ein, stimmt das? Nee, kann ich verneinen. Ich weiß nicht, wo sie das gehört haben, weil Eis ist keine Sportlernahrung, Eis ist nichts für uns. Wir gehen höchstens ein paar Eier essen, ein bisschen Milch trinken, da wird sich dann der Marc, unser Athletiktrainer, auch freuen. Alles klar, dann machen wir das jetzt und danke Jana fürs Interview. Sehr gerne. Ja, meine Damen und Herren, ich habe noch einen weiteren Gesprächspartner. Emily Ewels, du hast heute bei unserer zweiten Mannschaft gespielt. Wie fandest du das Spiel allgemein? 4:0 ist ja doch deutlich. Ja, also das Spiel allgemein fand ich richtig gut von unserer Seite aus. Klar, am Anfang muss man erst mal ein bisschen reinfinden, weil Saarbrücken ja auch eine gestandene Mannschaft ist. Aber wir haben es dann wir haben das Spiel überlegen und haben dann auch die entsprechenden Tore gemacht. Und ja, es hat uns sehr gefreut und jetzt stehen wir immer noch oben, ja. Sie haben den zweiten Elfmeter rausgeholt. War es denn wirklich ein Foul? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich war da ein bisschen beschäftigt mit mir selber wegen dem Foul. Also ich glaube, es war kein Foul. Ich glaube, sie hat mir halt irgendwie die Beine gestellt, hat aber den Ball erwischt und dann bin ich in die andere Spielerin rein. Also ich kann es gar nicht genau sagen. Ich schätze jetzt mal, es war kein Elfmeter, aber ja, der war ja eh nicht drin. Also ja, eine ehrliche Aussage von Emily Ewels, aber du hast auch noch ein Tor gemacht. Und was für ein Traumtor, ein Lupfer. Das war ja wirklich, das war grandios, ja. Die Torhüterin konnte sich nicht entscheiden, bleibt sie drin, kommt sie raus, sie kam raus und dann hast du das Teil einfach drüber gestänzt. Ja, genau, es war so eine Situation, also es war ja eigentlich ein Freistoß für uns. Ich habe selber gar nicht ganz verstanden. Dann sind die nach vorne, die dachten, sie hätten Freistoß Saarbrücken und dann hat Jana mit dem Ball reingespielt und ja, mir blieb nichts anderes übrig, außer den Ball über die Torhüterin drüber zu chippen. Und es hat funktioniert. Ja. Ein Traumtor. Vielen Dank, Emily Ewels. Dankeschön. Danke. Ciao.